eigentlich freuen sich die Fans von Barbara Mayer jedes Mal über ein süßes Baby-Update, denn ihre Schwangerschaftswölbung zeigt die ehemalige GNTM-Siegerin eher selten. Jetzt gibt's endlich einen neuen Schnappschuss der schönen Rothaarigen mit Babybäuchlein, doch die Aufnahme gefällt ihren Followern dieses Mal so gar nicht. Mehr noch, Barbara muss sogar scharfe Kritik einstecken. Doch eines nach dem anderen. Mit ihrem Ehemann Clemens Hallmann unternimmt die 33-Jährige eine Radtour im sonnigen Wien. Auf dem Fahrrad ihres Mannes und in enger Sportkleidung kommt Barbaras wachsender Babybauch ganz besonders gut zur Geltung. Doch das erfreut ihre Fans keineswegs, denn ein anderes Detail stört sie gewaltig. Das Model trägt keinen Helm. Das sei viel zu gefährlich, sorgen sich einige User und kommentieren unter anderem: Mit Helm wär's noch schöner. Oh, sei vorsichtig und ach, überleg mal, ob du vielleicht einen Helm aufsetzen möchtest, denn ein Baby ohne Mama, man kann nie wissen, wie andere fahren. Das sieht Barbara anders und verteidigt sich. Fürs Foto ist er weg, aber habt natürlich einen und beim Fahren ist er so gut wie immer auf. Damit hat die werdende Mutter die Sorgen ihrer Fans hoffentlich endgültig genommen.